Der Schild erhöht die Rüstungsklasse ihres Avatars, wenn sie ihn tragen. Mit einer höheren Rüstungsklasse verlieren sie weniger Lebenspunkte, wenn ein Gegner sie mit einer Waffe trifft. Um ihr Inventar zu öffnen, klicken Sie den Rucksack unten in der Aktionsleiste oder die I-Taste. Ein Fenster öffnet sich und links sind nun verschiedene Rubriken Ihres Inventars anwählbar. Klicken Sie auf das Ring-Symbol. Er steht für Ausrüstungsgegenstände. Links sehen Sie nun unbenutzte Ausrüstungsgegenstände, in der Mitte die von Ihrem Avatar aktuell verwendeten Gegenstände und rechts die aktuellen Daten Ihres Charakters, mit denen wir uns erst später beschäftigen. Um den Schild anziehen zu können, müssen Sie ihn zunächst an die Maus nehmen. Klicken Sie dazu auf den Schild und klicken Sie dann auf das noch freie Fach für die linke Hand neben dem Oberkörper. Schließen Sie nun das Inventar mit einem Klick auf den Haken unten rechts im Fenster oder auf den Rucksack oder durch erneutes Drücken von I. Gehen wir mal kurz in den Charakterinfo. Also hier sehen wir die Fähigkeiten von Tahira jetzt mal kurz, die irgendwie nicht ganz ins Bild passt. Hoffentlich ist das bei unserem Charakter dann besser. Ja, sie hat weiße Magie 2, davon neben 2, das ist nämlich auch so eine Sache. Die Spezialisierungen können niemals ein höheres Level haben als die Hauptklasse. Und um die Hauptfähigkeitsklasse. Und um die Hauptfähigkeitsklasse zu steigern, brauchen wir bestimmte Punkte an bestimmten Attributen. Zum Beispiel für Weißmagie jetzt, um die zu erhöhen, brauchen wir 36 Weisheit und 27 Charisma, also die beiden hier. Elementarmagie hat sie auch, 3. Mit Feuer auch auf 3. Und dafür muss man Mindeststufe 7 erreichen, um das zu erhöhen. Ja, okay, macht Sinn. Soviel dazu. Und hier, was ich auch schön finde, hier sehen wir nicht nur unsere aktuellen Attributswerte, also die gebufft werden durch Ausrüstung, sondern auch wirklich unsere Standardwerte. Also wir können beides voneinander unterscheiden. Und sehen auch in der Farbe der Zahl, ob es höher oder runter geht. Sogar unsere Resistenzen und alles sehen wir, die halt abhängig von unserer Ausrüstung ist. Gut, die anderen Menüs, die kommen später dran. Aber gehen wir jetzt mal weiter. In der oberen linken Ecke sehen Sie ein Porträt des Avatars. Schaltflächen dieser Art nennen wir Porträt-Buttons. Der grüne Balken im Porträt zeigt den Gesundheitszustand an. Wenn die Figur verwundet ist, verfärbt er sich, je nach Schwere der Verletzung, über Gelb nach Rot. Wenn die Figur keine Lebenspunkte mehr hat, stirbt sie. Ihr Avatar regeneriert seine Lebenspunkte mit der Zeit wieder. Ja, was sehr praktisch ist. Der blaue Balken stellt Mana dar, die magische Energie. Wenn eine Figur kein Mana mehr hat, kann sie keine Zaubersprüche mehr ausführen. Mana füllt sich ebenfalls mit der Zeit wieder auf. Folgen Sie dem Weg durch das nächste Steintor, bis Sie auf den verletzten Lev treffen. Ja, dazu müssen wir erstmal noch den Goblin hier verprügeln. Und ja, da sehen wir Lev mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf. Oh, Goblin ist schon tot. Gut, gehen wir weiter. Wenn Ihnen jemand einen Dialog anbietet, schwebt über der Figur ein Symbol. Wenn diese Person für die Hauptqueste relevant ist, handelt es sich um ein Ausrufezeichen. Falls die Person nur für optionale Nebenquesten relevant ist, handelt es sich um ein Fragezeichen. Selektieren Sie Ihren Avatar. Gehen Sie in die Nähe von Lev und... Ich hätte bei meinen Büchern bleiben sollen. Ich...
hoffe, du hast deine Heilkunst nicht verlernt, Tahira. Hilf mir. Bitte, heile mich. Ja, jetzt haben wir gerade das Tutorial übersprungen, aber das ist egal. Sie verfügen über einen Heilspruch. Wenn Sie einen Zauberspruch auf ein Ziel auslösen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit bietet das Click-and-Fight-System. Selektieren Sie dazu Lev. Unter dem Porträt-Button Ihres Avatars erscheinen nun alle sinnvollen Aktionen für dieses Ziel. Die blaue Hand ist das Symbol für den Heilspruch. Klicken Sie auf das Symbol, um Lev zu heilen. Mit dem Click-and-Fight-System können Sie natürlich auch Zaubersprüche auf gegnerische Einheiten auslösen oder Angriffskommandos geben. Wenn Sie eine feindliche Einheit selektieren, werden automatisch nur gegen Feinde sinnvolle Aktionen angeboten. Alternativ dazu gibt es die klassische Methode. Selektieren Sie Ihren Avatar, klicken Sie danach in der Aktionsleiste den Heilspruch an und klicken Sie anschließend in der Spielwelt auf den verwundeten Lev. Wenn Sie den Zauberspruch auslösen können, erscheint ein grüner Pfeil am Mauszeiger. Sprechen Sie Lev noch einmal an. Ich danke dir, Tahira. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Aonir sei Dank, dass Kaele dich gefunden hat. Was ist überhaupt geschehen? Ihr seid auf der Suche nach einer Rune? Ja, eine besondere Rune. Rohin ist sich sicher, dass sie irgendwo in den Ruinen von Angband liegen muss. Aber die Ruinen wimmeln nur so von Orks. Wir mussten fliehen. Nur Joshua gelang es, sich zu verstecken. Kaele wusste, wo dein Haus steht. Deshalb haben wir uns bis zu dir durchgeschlagen. Bitte, du musst uns helfen. Schön. Ich werde eure Rune holen. Du bleibst hier und erholst dich erst einmal. Wie du befiehlst. Pass auf dich auf, Tahira. Hier, diese Zauberspruchrolle habe ich von einem der Orks erbeutet. Vielleicht kann sie dir nützlich sein. Folge immer dem Weg. Vielleicht triffst du irgendwo auf Joshua. Mögen die Götter geben, dass er noch lebt. Danke für die Heilung. Ja, sie haben als Belohnung zusätzliche Erfahrungspunkte gewonnen und von dem Soldaten eine Zauberspruchrolle für den Spruch Feuerball erhalten. Das darf ich mal vorlesen. Wenn Sie eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten gesammelt haben, steigt Ihr Avatar eine Stufe auf, wird stärker und kann neue Fähigkeiten erlernen. Sie erhalten Erfahrungspunkte durch das Besiegen von Gegnern und das Lösen von Questen. Wenn Sie sterben, verlieren Sie jedes Mal eine geringe Menge Erfahrungspunkte. Also sterben sollten wir vermeiden. Als nächstes soll Ihr Avatar den Zauberspruch, den Sie gerade erhalten haben, erlernen. Öffnen Sie Ihr Inventar und klicken Sie links im Fenster das Symbol für Zauberbuch an. Links sehen Sie nun das Inventar für Zauberspruchrollen, rechts Ihr Zauberbuch und darüber das sogenannte Zaubergedächtnis, momentan mit 9 freien Fächern. Klicken Sie auf die Zauberspruchrolle im Inventar, um sie an den Mauszeiger zu nehmen. Klicken Sie dann auf ein beliebiges freies Feld in Ihrem Zauberbuch. Sie haben nun einen neuen Zauberspruch in Ihr Zauberbuch übertragen. Im Zauberbuch können Sie unzählige davon eintragen. Sie können aber nur maximal 10 Zaubersprüche gleichzeitig im Zaubergedächtnis auswendig lernen und benutzen. Lernen Sie den Zauberspruch Feuerball, indem Sie auf das Feuerball-Symbol in Ihrem Zauberbuch und danach in ein beliebiges freies Feld in Ihrem Zaubergedächtnis klicken. Erinnert ein bisschen an Dungeons and Dragons. Schließen Sie nun Ihr Inventar. Folgen Sie dem Weg, bis Sie den Minotaurus sehen. Ja, ein Minotaurus.
Da ist ein Minotaurus. Gronz. Hi, Gronz. Benutzen Sie den Zauberspruch Feuerball, um den Minotauren zu besiegen. Manche Wesen sind teilweise oder ganz resistent gegen bestimmte Magiearten. Auch ihr Avatar kann sich mit seltenen Gegenständen, die er im Laufe des Spiels finden wird, besser gegen magische Angriffe schützen. Hinter dem nächsten Tor wartet ein Feuerelementarwesen auf Sie, welches völlig resistent gegen Feuermagie ist. Folgen Sie dem Weg. Und es muss ja auch unbedingt in der Lava auf uns warten. Wir müssen ja jetzt unbedingt durch einen Vulkan laufen. Versuchen Sie, Ihren Zauberspruch Feuerball gegen das Feuerelementar einzusetzen. Wenn ein Wesen einem Zauberspruch widerstanden hat, sehen Sie weiße, abprallende Funken. Besiegen Sie danach das Feuerelementar im Nahkampf. Es dreht sich und dreht sich. Das ist ein Hinterhalt! Und hält schon ein bisschen was aus. Standhalten, Männer! Aber macht uns zum Glück fast keinen Schaden. Das Feuerelementar hatte eine Heldenrune und 4 Gegenstände dabei. Nehmen Sie diese an sich. Ja. Das Thema Helden. Neben Ihrem Hauptcharakter stehen Ihnen bis zu 5 Helden gleichzeitig zur Verfügung. Die Helden sind Ihre stärksten Verbündeten und können auch über magische Fähigkeiten verfügen. Die gerade von Ihnen gefundene Heldenrune steht für einen geschickten Fernkämpfer. Die Rune legt die Eigenschaften und Fähigkeiten des Helden fest. Im Spielverlauf werden Sie mit der Zeit weitere Runen finden und teilweise ältere Runen ersetzen. Um einen Helden herbeizurufen, müssen Sie die Rune des Helden in Ihrer Runentafel, die Sie immer bei sich haben, einsetzen und ein Heldenmonument für die Herbeirufung finden. Öffnen Sie Ihr Inventar und gehen Sie in die Rubrik Runentafel. Links sehen Sie Ihre momentan nicht verwendeten Runen und rechts die in der Runentafel eingesetzten Runen. Auf der oberen Hälfte der Runentafel befinden sich die Felder für die Heldenrunen und unten die Felder für die Arbeiterrunen, unterteilt in helle und dunkle Rassen. Je nachdem, welche Stufe Ihr Avatar hat, können Sie bis zu 5 Runen gleichzeitig verwenden. Klicken Sie auf die Rune des Helden und setzen Sie sie in eines der freien Felder oben in der Runentafel ein. Tada! Nun müssen Sie den Helden noch ausrüsten. Sie haben einen Bogen, einen Dolch und 2 Rüstungsteile erhalten. Gehen Sie in das Inventar und wählen Sie die Rubrik Ausrüstung. Auf der rechten Seite des Fensters sehen Sie nun 2 Porträts. Wählen Sie das untere Porträt für Ihren Helden und geben Sie ihm die 4 neuen Gegenstände links in Ihrem Inventar. Der Bogen muss in die linke Hand, das ist das Fach auf der rechten Seite. Wenn Ihr Avatar oder ein Held einen Gegenstand nicht benutzen kann, so wird dieser mit einem roten Hintergrund markiert. Schließen Sie Ihr Inventar. Folgen Sie dem Weg bis zu dem großen Monument. Es handelt sich dabei um ein Heldenmonument. Jo, das ist das hier. Wir werden noch andere Monumente kennenlernen. Erstmal den Seelenstein.
Gehen Sie dicht an das Heldenmonument, selektieren Sie es und klicken Sie auf das Runensymbol unten in der Aktionsleiste. Unten links im Selektionsfenster erscheint außer dem Heldenmonument ein Symbol mit einer Hand. Dort können Sie die Runenkraft Ihres Avatars ablesen. Jedes Mal, wenn Sie einen Helden oder später auch Arbeiter herbeirufen, verlieren Sie etwas Runenkraft und die Herbeirufungen dauern länger. Die Runenkraft regeneriert sich mit der Zeit automatisch. Also ja, Arbeiter. Nun können Sie die Herbeirufung des Helden auslösen. Selektieren Sie das Monument und klicken Sie unten in der Aktionsleiste auf das Symbol für den Helden. Es dauert dann einige Sekunden, bis der Held erscheint. Oben links ist nun ein zweiter Porträtbutton für Ihren neuen Helden erschienen. Sie können den Helden nun kommandieren. Um mehrere Einheiten gleichzeitig zu selektieren, können Sie in der Spielwelt die linke Maustaste gedrückt halten und einen Rahmen um beide Figuren ziehen. Sobald Sie die linke Maustaste loslassen, wird die Selektion festgelegt. Sie können Kampfeinheiten auch zu Gruppen zusammenschließen. Dazu selektieren Sie zunächst die Einheiten. Klicken Sie dann auf eine der kleinen Schaltflächen in der Mitte des oberen Bildschirmrandes. Sie können auch die Taste Steuerung gedrückt halten und eine Zifferntaste von 1 bis 6 für die entsprechende Gruppe wählen. Wenn Sie eine Gruppe definiert haben, erscheint ein Porträtbutton am oberen Bildrand mit der Anzahl der Einheiten in der Gruppe. Die Funktionalität des Porträtbuttons ist mit der Ihres Avatars identisch. Sie können dann sehr schnell eine Gruppe selektieren, indem Sie den entsprechenden Porträtbutton anklicken oder eine Zifferntaste von 1 bis 6 drücken. Folgen Sie dem Weg weiter nach Süden. Ja, genau das ist der Grund übrigens, warum ich vorhin das mit dem Avatar und den Helden angesprochen habe. Helden sind nämlich eine Extrasache zum Avatar. Es steht Ihnen ein Kampf mit Untoten bevor. Schnell. Gemeinsam mit Ihrem Helden können Sie diesen Kampf gewinnen. Danke fürs ins Wort fallen. Setzen Sie Ihre Magie ein und besiegen Sie die Untoten. Vorsicht, Gegner! Ja, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, deswegen wir unseren Hauptcharakter den Avatar nennen und Helden eben was anderes sind. Helden kriegen wir halt im Laufe des Spiels immer wieder neue, um die alten zu ersetzen. Hier, sofort! Und ja, im Gegensatz zu unserem Avatar können Helden halt nicht leveln. Und los! Die Rune ruft? Haben keinen Erfahrungsbalken. Wir werden angegriffen! Auf mein Kommando. In die Schlacht. So, schalten wir mal die Untoten hier aus. Auf mein Zeichen. Schnell. Oh, da vorne sind noch mehr. Sogar mit einem Skelettgeneral. Schlagt sie zurück! Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! So. Sehr gut. Einer der Untoten hat einen wertvollen Edelstein dabei. Nehmen Sie ihn mit. Auf meinen Befehl. Vorwärts! Falls Sie noch einige weitere Testkämpfe durchführen wollen, biegen Sie hier nach Norden ab. Ansonsten folgen Sie dem Weg weiter nach Süden. Na komm, töten wir die Goblins, während ich noch ein bisschen was zu sagen habe.
Ja, also wie gesagt, Helden können nicht hochleveln. Wir können sie halt hier, nur ausrüsten. Für den Orden. Wir finden aber halt im Verlauf der Zeit stärkere Heldenruhen, also mit höheren Leveligeren. Auf mein Helden, Kommando. Vorwärts. Die alle einer unterschiedlichen Folgt Klasse. Mir. Zur Ehre Aonirs. Angehören. Also er hier ist Stehe zum Beispiel bereit. Ist ein Kämpfer. Wir können aber auch Krieger, Priester. Bereit. Und los. Verschiedene Magierarten. Zur Ehre finden. Aonirs. Sofort! Für den Orden! Vorsicht! Gegner! Wir können uns jetzt aber erstmal hier durchkämpfen. Also ja, was wir jetzt im Augenblick noch sehen, ist der Rollenspielteil. Wir werden angegriffen! Sofort! Also mit unserer Heldengruppe, sage ich jetzt einfach mal. Sofort! Zum Angriff! Vorsicht! Gegner! Und ja, das Click-and-Fight-System, was wir da vorgestellt gekriegt haben, fand ich auch schnell eine sehr nette Idee für dieses Spiel. Zum Angriff! Weil man wählt irgendeine Einheit aus. Die Rune ruft. Und kriegt dann halt hier oben die Möglichkeiten, was man machen kann. Bereit und los! So kann man viel schneller reagieren teilweise. Zur Ehre Aonirs! Und. Das ist ein Hinterhalt! Ja. Muss nicht wild herumklicken. Ja, vorwärts. Also nicht ganz so schnell. Wild. Sofort. Schnell. So, das führt uns eigentlich nur einmal im Kreis, dieses Testgebiet, wo wir ein paar Gegner verschlagen dürfen. Die teilweise auch nur halb harmlose Waldkäfer sind. Was die immer Hier. Mit ihren Käfern Sofort. Haben in den Spielen. Schnell. Und also los, ja, Käfer, Ratten und anderes Ungeziefer. Runenkrieger, zu mir! Hier, sofort. Die Rune befiehlt. Alles klar. Was, glaube ich, nicht mal erwähnt wurde am Feind-System ist, man muss auch auf die Größe der zu euren Diensten. Buttons oben achten. Je weiter sich Tahira jetzt gerade von Drogo entfernt, desto kleiner wird der Button. Und je näher Drago wieder kommt, desto größer wird Bereit. Er. Bereit und los! Was anzeigt, wie weit der Charakter überhaupt weg ist, Vorwärts. Um den Spruch, die Aktion ausführen zu können. Das ist, glaube ich, vorhin untergegangen, deswegen erwähne ich es jetzt mal so beiläufig. Bereit und los! Folgen Sie dem Weg bis zu dem Händler. Folgt mir. Händler sind durch eine sich drehende Münze über dem Kopf hervorgehoben. Bei einem Händler können Sie Gegenstände jeder Art kaufen und verkaufen. Gehen Sie in die Nähe des Händlers und sprechen Sie den Händler an, indem Sie ihn mit der rechten Maustaste anklicken. Es erscheint ein Fenster mit dem Händlermenü. Im Fenster links sehen Sie Ihre Gegenstände und rechts die Gegenstände des Händlers. In der Mitte ist das verfügbare Geld und der Preis der ausgewählten Gegenstände zu sehen. 100 Kupferstücke entsprechen einem Silberstück. Und 100 Silberstücke wiederum entsprechen einem Goldstück. Alle Gegenstände sind in Spellforce in 5 Kategorien eingeteilt. Die 5 Symbole neben Ihrem Inventar und dem Inventar des Händlers sind abgedunkelt, falls Sie oder der Händler in dieser Kategorie über keinen Gegenstand verfügen. Sie wollen nun den Edelstein verkaufen, um Geld für den Einkauf zu erhalten. Wählen Sie das unterste Symbol für die Kategorie Quest- und Wertgegenstände. Klicken Sie auf den Edelstein. Der angebotene Gegenstand wird grün markiert und in der Mitte sehen Sie den Preis, den der Händler bezahlen will. Klicken Sie auf Verkaufen. Mit dem Geld wollen Sie sich nun etwas anderes kaufen.
klicken Sie auf die Rubrik Runen und erwerben Sie die Menschen-Arbeiter-Rune. Beenden Sie den Handel durch einen Klick auf den Haken unten rechts im Fenster oder die Escape-Taste. Öffnen Sie Ihr Inventar, wählen Sie links die Rubrik Runentafel aus und legen Sie die gerade erworbene Menschen-Arbeiter-Rune in das Fach mit dem Menschenporträt unten links in der Runentafel. Schließen Sie nun Ihr Inventar. Auf meinen Befehl! Vorwärts. Folgen Sie dem Weg bis zum Sofort. Seelenfels. Auf mein Kommando! Mir nach! Auf meinen Selektieren Befehl. Sie den Schnell. Seelenfels und aktivieren Sie ihn unten in der Aktionsleiste. Falls Sie sterben, müssen Sie jetzt nicht mehr den ganzen Weg bis Sofort. Zu diesem Ort laufen. Mir nach! Von einem Vorwärts. Seelenfels können Sie zu jedem anderen Seelenfels reisen, den Sie bereits aktiviert haben. Dazu selektieren Sie Ihren Avatar und gehen zum Seelenfels, klicken mit der rechten Maustaste auf den Seelenfels und wählen den Zielort. Wenn Hier, Sie möchten, sofort. Können Sie dies jetzt Schnell. Ausprobieren. Ansonsten folgen Sie dem Weg weiter bis zu dem Menschenmonument. Reden Sie mit Joshua, dem Mann direkt neben dem Monument. Tahira, die anderen haben dich also gefunden. Ja, sie sind wohl auf. Hast du herausfinden können, wo die Rune ist, Joshua? Im Lager der Orks. Ich glaube, ihr Anführer trägt sie bei sich. Sieh dich vor, diese Biester sind zäh. Du wirst dich gut vorbereiten müssen. Wenn du sie besiegt hast, dann bring die Rune zu mir. Ich werde sie Meister Rohan übergeben. Sie haben nun einen neuen Auftrag erhalten. Öffnen Sie Ihr Inventar und wählen Sie die Seite Questbuch. In der Mitte des Fensters sehen Sie alle Ihre aktuellen, noch nicht abgeschlossenen Questen und rechts eine Detailansicht der momentan angewählten Queste.